Herzlich willkommen zu einer neuen Mod-Vorstellung. John Fee aus dem SCS-Forum hat auch hierzu die Erlaubnis bekommen von Ohaha, also nicht nur John Fee, jetzt mittlerweile alle. Jeder darf an den alten Modellen von Ohaha rumbasteln, rumschrauben und dann neu online stellen. Ne? Also, das ist nochmal so zu erwähnen am Rande dieser Präsentation. Also, das heißt, ihr könnt hier jetzt alles nochmal runterladen von Ohaha und könnt dann dementsprechend hier rumschrauben nach euren Wünschen, Vorstellungen und dann nochmal online stellen. So, kommen wir zum Volvo. Was alles mit dabei ist. Wir schauen mal, wir haben eine Low-Variante mit dabei. Oh, alles mit dabei, auch hier nochmal. Hier ist wirklich relativ viel mit am Start. Auch hier eine Tandem-Variante. Schauen wir gleich mal, ob hier ein Aufbau mit dabei ist. Mal gucken. Yep. Habt ihr hier natürlich Holz. Ne? Haben wir auch hier die Anhängerkupplung. Ich habe ja den Scania RJL Holzlaster vorgestellt. Vielleicht passt sogar der Trailer dazu. Müsste man gegebenenfalls nochmal testen. Dann hier auch diese Variante ist hier möglich. Ja, kann man machen, muss man nicht. So, dann geht's weiter. 8x4 Schwerlast, alles mit am Start hier. Alles da, wo es sein soll. So, wir bleiben jetzt aber erstmal hier. Wir schauen mal, was wir mal haben von bis Motorisierung und Getriebe hier auch. Passt alles. So, ein Exklusiv-Interieur. Man kann hier auch gleich erkennen, das Lenkrad ist nach vorne gesprungen. Das heißt, beim Starten kommt es euch wieder entgegen. Ne? Das ist gleich mal so am Rande. Beim Standard-Interieur passiert das halt nicht, beim Exklusiv genauso nicht. Oh, stopp, das war falsch. Da ist es. So, wir wollen das natürlich nutzen, klar. So, geht auch hier gleich die Sonnenblende noch runter. Die ist dann hier schon mit inklusive Skins von bis alles mit am Start. Hier ist sogar ein BSF-Skin mit dabei. Das ist halt hier von OHH noch mit dabei. Auch hier dieser rote Stockaufkleber, der mir eigentlich ganz gut gefällt. Aber ich nehme jetzt mal den FH16-Skin. Dann kommen wir zu den weiteren Anbaupunkten. Wir haben hier noch die Möglichkeit, ich zeige das mal hier. Der Anbaupunkt ist ein bisschen versteckt hier unten und habt ihr hier verschiedene Varianten. Ne? Oh, Combo 3, Capital Edition. Ne? Also da könnt ihr hier ein bisschen rumfriemeln. Also ein bisschen versteckt hier unterm Laster, aber er ist halt da. Ne? So, Rundumleuchten, was haben wir alles mit dabei? Jetzt muss ich mal meine Maus hier einstellen. Jetzt ist mir ein bisschen schnell gewesen hier, die fletzt ja dahin. Kabinenlicht hinten, klar, ist mit dabei. Aber wir schauen zuerst mal. Hier haben wir noch Zeichen mit dabei. Spoiler. Die Aero-Kit-Variante. Custom. Und wir nehmen hier diese Custom-Variante. Ne? So. Da habt ihr nämlich oben gleich ein paar Anbauteile. Hier gibt es noch paar Schildchen. Ne, jetzt machen wir mal so. Zip. Und zip. Und dann machen wir hier 6. 7. 8. Schneller fahren wir nicht. Wollen wir uns gar nicht anfangen. Blinker links, Blinker rechts. Dann haben wir hier noch normales Licht. Da haben wir noch Parklicht, Bremslicht. Und natürlich hier noch Rücklicht. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. So, muss passen. Ja, sieht ganz schick aus. Passt. Also, das ist hier auch noch mit dabei. Ne? Kabinenlicht, das lassen wir weg. Das ist natürlich, wenn ihr das hier nicht habt, dann könnt ihr das nutzen. Ne? Logisch. So, dann gehen wir weiter. Wir haben hier Anbauparts. Seht hier schon. Sieht so aus mit oben ein paar Slots. Dann habt ihr hier noch mit Lichtbox. Die ist natürlich skinbar. Die könnt ihr dann dementsprechend noch ja, selber skinnen, wenn gewünscht. Ne? So, das ist gleich nochmal am Rande zu erwähnen hier. Ansonsten könnt ihr euch hier ein wenig austoben. Ich habe hier auch mal ein paar Tröten hin, die auch gleich schick aussehen. Dann haben wir uns hier noch zwei Rundumleuchten hin. Hier oben gibt es dann die von Oha. Ich schau mal, ob die hier mit dabei ist. Ja, da sind so die vertikalen Lampen. Die sind hier mit dabei. Also das heißt, ihr könnt den Volvo wirklich enorm viel. Jetzt war wieder so schnell. Enorm viel tunen hier. Ne? Also da ist wirklich da schon ein bisschen was dabei hier. Ist ein bisschen was geboten. Jetzt schaue ich mal, hier war noch Lampen mit der Lumenmark. Sind das die Original von SS? Ja. Die sind aber nicht so schick. Wir nehmen heute mal
Angel Eyes. Wie immer schicke Angel Eyes. Sieht ganz schnieke aus. Und dann passt es auch so. Dran geklöppelt. So. Hier gibt es natürlich noch. Wenn man jetzt hier diese Lichtbox nicht. Lichtbox nicht hat. Meine Fresse. Dann kann man hier dementsprechend. Hier, da ist auch noch hier dran klatschen. Ne? Das lasse ich jetzt aber weg. So. Original lackiert. Original Chrom. Dann gibt es eine luxuriöse Variante. Eine Chrom Edition. Und Extended. Und Extended 2. Und hier nochmal eine Gate Edition. Ja, mit Lampen. Aber ich lasse mal die hier. So. Spiegel. Wie sieht's aus? Habt ihr hier lackiert? Lackiert 2. Und. Da könnt ihr dann hier auch dementsprechend noch ein paar Lampen anbauen. So. Dann sieht es auch ganz schick aus. So, jetzt lassen wir es mal. Da gibt es hier noch ein paar Schriftzüge. Volvo, ne? Das ist jetzt von mir hier was. Lightning-Gedöns, könnt ihr euch runterladen, wenn gewünscht. Dann gibt es hier noch den Steinschlagschutz. Ja, ich bin kein Fan von, aber bin ich halt nicht, mag ich nicht. Wie auch immer. Ne? Oh. Oldschool-Lackierung. Ja, sieht auch ganz cool aus hier. Ohne Logo. Gibt es natürlich hier auch. Jetzt müssen wir schauen, was hier die Variante zwischen voll lackiert ist. Lackiert und Chrom. Achso, oldschool. Na, wir nehmen mit Logo. Aber sieht ganz cool aus. Ne? Das lassen wir jetzt mal so. So, hier habt ihr dann noch diverse Anbauparts bzw. Slots. Da könnt ihr hier sämtliches Zeug machen. Volvo auch in der Paint-Variante. Sieht ganz cool aus hier. Ist voll fett. Voll fettes Ding. Dann machen wir hier natürlich noch ein paar Slots. Sage ich schon. Ein paar Lampen. Oder warte mal. Hier machen wir. Ja, das lassen wir jetzt mal so. Machen wir hier ein paar Lampen. So viele Schilder hier, ne? So. So, einfach sporadisch, das reicht schon. Wir wollen es ja nicht übertreiben. Dann habt ihr hier Lampen, Anbaupunkt, Parts, Frontschutzbügel, dann diese Variante und dann kommen hier noch ganz viele Bullenfänger, also Frontschutzbügel von SCS, die hier aber auch abgeändert worden sind hier. Ne? Nischmann, das ist ja Trax und Goliath, Entschuldigung, jetzt hätte ich fast Quark erzählt. Den finde ich ganz schick, der sieht irgendwie cool aus, der gefällt. Den nehmen wir. Das nehmen wir. Guck mal, hier sogar mit gelben Lampen. Die wollen wir hier gleich mal reinsetzen. So. Geilo. So, dann kommen wir zu den Scheinwerfern. Hier gibt es auch noch eine... Ach, guck mal hier, Alter, was für eine Anbaupunkte hier noch hat. Ey, meine Herrschaften. Schauen wir mal, was wir noch haben. Custom, FH, Original, dunkle Scheinwerfer sind immer gut. Extra, Vario mit... Oh, guck mal hier, euer, leck mich doch. Oh, herrlich. Da gehen wir die Fußnägel auf, ey. Guck mal hier, schön, oder? Geil. So, jetzt muss ich mal schauen, ob wir hier noch Schmutzfänger mit dabei haben. Ja, haben wir. Da muss man jetzt nur gucken, ob man die richtigen hat. Ob richtig platziert sind. Gibt es auch in Farbe und Bunt. Und Weiß, aber wir nehmen sie in Schwarz. Jetzt muss ich mal schauen, ob die hier vorne das hier besser aussieht. Ja. Das heißt, wir machen den noch weg und setzen den hier hin. So, ganz cool. Ja. Hier an der Seite habt ihr dann noch hier noch die Möglichkeit, euch diese Lampen anzubauen hier. Also die finde ich halt nicht so schön, weil die sind einfach zu dick, zu breit, zu fett. Die von, guck mal hier, wie lang die sind. Ne? Das ist gehört viel kleiner. Ne? Das ist halt natürlich jetzt Geschmackssache. Wenn jetzt die hier von SCS mit dabei wären, würde ich die hier sofort ran klüppeln. Aber die sind jetzt hier nicht da. Deshalb lasse ich die in Anbaupunkt wirklich weg, weil ich finde, das macht es ein bisschen kaputt, weil es einfach zu extrem ist. Aber ansonsten, ja, kann man nutzen und machen. So, hier noch ein paar Lampen mit dabei unten. Könnt ihr sehen, hier alles mit am Start. Hier habt ihr noch Plus-Variante, verschiedene Möglichkeiten. Hier auch noch und da noch und hast nicht gesehen. Also, echt cool hier. So, wir nehmen natürlich diese und machen hier noch, schauen, ob wir hier noch die Dinge mit dabei haben. Ja, hier sind sie mit dabei. Na ja, holla die Waldfee. Na, was haben wir denn hier? Nehmen wir die. Achso, die gehen ja gar nicht. Achso, dann muss man die nehmen. Jetzt muss ich mal schauen, wie die leuchten hier. Ach, guck mal, die leuchten auch gelb. Das ist auch schön hier. Stimmt, steht die da. Schön. Das ist doch hübsch. So, dann gehen wir weiter. Den Rest lassen wir jetzt einfach mal so, wie er ist hier. Könnt ihr da selber ein bisschen rum
friemeln hier zumindest jeder, dass ihr noch enorm viele Möglichkeiten habt. So, wir schauen jetzt hier weiter. Original, Original Plus, Extra. Dann gibt es hier diese Cage-Variante, Frontschutz, Gedöns, Seitenschutz. Da kommt jetzt dann auch noch eine Custom-Variante. Also ganz, ganz viel. Passt mal auf, kommt gleich, geht gleich los. Gleich geht's los. Im Moos. Granny Edition. Also hier geht schon mal gut los, dass ihr hier komplett alles verkleidet habt. Minimalistik, also ein bisschen, ja, bisschen kleiner. Aber ich dachte, wir haben hier noch eine. Ach hier, die kommen jetzt erst dann. Okay. Wir nehmen aber. Dachte, ich habe hier noch irgendwelche Anbauparts. Oder hier Positionsleuchten an der Seite. Ah, die sind nur mit dieser Verkleidung dran. Einfacher Seitenschutz, Cage. Ah, wir nehmen jetzt hier einfach den Vollschutz und dann. So, dann machen wir hier natürlich noch ein paar Lampen ran. So, dann ist das auch. Wir sind mal nicht so, wir lassen es mal ein bisschen dezent. Und hier könnt ihr an der Seite auspuffen. Aus Püffe Puff aus machen. Ach, hier sind die. Auch lackiert gleich, wenn gewollt und gewünscht. Sieht doch ganz schick aus. Was haben wir hier? Oh, und der Bodenlicht. Nee, brauchen wir nicht. Nee. Das gefällt nicht. Nee, mag ich nicht. So, dann kommen wir hinten zum Mac. Ihr habt hier natürlich noch die Möglichkeit, hier das Heck zu verändern. Gibt es auch in verschiedenen Varianten von bis. Hier zum Beispiel. Mal schauen, aber hier gibt es dafür. Ich muss mal schauen, hier gibt es. Genau, hier gibt es natürlich auch noch Schmutzfänger dazu. Wir nehmen jetzt hier mal Black. Und dann schauen wir mal, da gibt es hier auch noch linke Seite. Ups. Also hier links, rechts, links und rechts. Oh, wird schon passen. Ansonsten habt ihr hier natürlich ganz viele Varianten. Ihr könnt noch hier euch das selber raussuchen. Ne? Also ihr müsst nicht das unbedingt nehmen jetzt hier, sondern könnt da dementsprechend da auch na, was anderes machen. Also andere Lampen hier anbauen. So, hier haben wir noch, schauen wir, ob wir was Rotes mit dabei haben. Break. Left blinken. Na, Parkinglicht machen wir hier. Das sieht doch ganz cool aus hier. So, zack. Was soll das hier sein? Kann man auch noch was mal hinmachen. Aber das lassen wir jetzt einfach so. So, und dann kommen wir jetzt hier mit unserem. So, jetzt mal den Schmutzfänger wieder suchen. Da ist er. Ja, es reicht jetzt erstmal so sporadisch zumindest. So, im Interieur. Da kommen wir jetzt gleich mal rein. Da gibt es natürlich auch noch ein bisschen was abzuändern. Man kann es gut erkennen schon. Gardine fällt jetzt hier weg. Das lassen wir auch weg jetzt. Oh ne, die machen wir schon hin. Sieht man halt bloß nicht, ne? Wegen dem Dings hier, ne? So, Navi. Das bleibt. Lenkrad. Ah, gut, dann müsst ihr dann die Exklusivvariante nutzen, weil wenn ihr die Standard nimmt, dann kommt das Lenkrad wieder zurück, ne? So, oha, Original. Was haben wir hier noch? Das bleibt. Kabin-DLC, klar. Das läuft. Aber da will ich nicht mehr weiter drauf eingehen, weil das kennt er ja alle schon. Da müssen wir hier schauen. Dashpunkt. Ein Infotisch. Speed, Route-Info, Truck-Info, Speed-Info. GPS-Screen. Hier noch eine Tasse. Hier auch noch ein bisschen. Kaffeetasse hier. Und hast du nicht gesehen? Oh, ein Geldbeutel rein oder sowas. Ja, passt schon. Brauche ich euch nicht erklären, wisst ihr selber. Aber ich will bloß noch gucken, was hier noch ist. Ach, das ist von draußen die Panels, ne? Da gibt es dann Seitenscheibenaufkleber noch. Mal schauen, ob ich das gleich noch machen kann, bevor es mir hier wieder alles versetzt. Das zeige ich euch jetzt hier noch ganz kurz. Wo ist es denn? Also, da könnt ihr hier, dementsprechend gibt es hier noch so einen Windschutz. Und da gibt es dann diese Decals, ne? Das sind dann hier kleine Volvo-Schriftzug hier oben in der Scheibe auch noch mit dabei. Und dann Scheibe offen und. Also gibt es ganz viele Varianten. Aber bin ich ehrlich gesagt nicht so der Fan. Aber ich müsste selber entscheiden. Ich mache einfach so hier. Und dann. Oh, schwarz. Nee, wir lassen es einfach so. Und dann ist auch gut so. So, jetzt starten wir mal den Diesel. Guck mal hier ein bisschen auf das ganze Zeug hier. Der Schlüssel dreht sich um. Das Navi wird hier hochgefahren. Sieht alles sehr schön aus hier, ne?
funktioniert zumindest schon mal alles hier ganz toll. Und das sieht echt gut aus. Also man kann hier wirklich viel dran basteln an dem Original SCS Volvo, ne? Da, schöner Volvo. Kann man nichts sagen. Sehr hübsch. So, kommen wir zum Lichttest. Jetzt bin ich mal gespannt. Leuchtet bestimmt wie Weihnachtsbaum. Achtung, Standlicht. Und Abblendlicht. So, das sieht schon mal geil aus, oder? Also finde ich schon mal rattenscharf. Fernlicht. Coole Sache, oder? Also wirklich sehr schöner Volvo hier, ne? Also macht auf alle Fälle eine Menge Spaß, damit rumzufahren hier. Das kann ich euch schon mal verraten. So, dann kommen wir kurz zum Fazit. Was haben wir alles mit dabei? Also geupdatet frisch für die Version 1.3.4. Und ihr habt eigentlich alles mit dabei, was man sich so vorstellen kann. Von der Low-Tech-Version bis zu einer Tandem-Variante. Natürlich ohne Trailer. Müsst ihr dann euch da ein bisschen selber organisieren. Müsst ihr schauen. Mit dem Holzaufbau habe ich schon erwähnt. Ich habe ja diesen das Add-on vom ERL mit dem Holztrailer vorgestellt. Vielleicht passt der ja da hinten dran. Müsste man gegebenenfalls mal testen. Ansonsten, wie schon gesagt, Low-Deck, ihr habt Schwerlasttransport, ihr habt kleines Führerhaus mit Spoiler auch schon mit dabei, auch das große. Ihr habt Anbauteile, ihr habt eine Lichtbox, könnt ihr natürlich auch umskinnen. Also ist wirklich alles mit dabei, auch die ganzen Lampen sind hier mit dabei. So wie ihr es gesehen habt, ist es dann 1:1, es ist hier mit am Start. Mir persönlich gefällt der Volvo sehr gut, man hat viele Varianten, auch hinten Bumper, so wie vorne Bullenfänger plus Frontschutzbügel und. Also man hat wirklich sehr viel und man kann die Volvo hier enorm großartig gestalten. Ja, und sind keine Wünsche offen. Ne? Also ihr könnt wirklich volle Palette loslegen hier. Trailerkabel, seht ihr selber, funktioniert. Und das sieht echt gut aus. Kannst du sagen, was du willst. Habt ihr Fragen dazu, dann dürft ihr das gerne machen. Entweder hier oder im SCS-Forum einfach nachfragen oder nachhaken. Ansonsten will mal Daumen da lassen und natürlich ein Abo für meinen Kanal. Und Glocke abonnieren, vielleicht auch nochmal ganz wichtig. Na, dann seid ihr mal up to date, wenn was Neues kommt. Ansonsten wünsche ich viel Spaß mit dem Volvo. Und dann wünsche ich mir mal allzeit gute Fahrt. Macht's gut, bis bald und ciao. Mm-hmm.